Gegen Lausanne eigentlich eine 3-1-Führung verspielt. Was macht er mit dem Trainer mental, was macht er mit den Spielern? Gut, kurz nach dem Match ist logisch, dass man enttäuscht ist, dass man sich fast schon als Verlierer fühlt, wenn man einen 3-1-Vorsprung verspielt. Aber wenn man dann den Match dann analysiert, was wir alles gemacht haben, dass wir vielleicht die ersten 20 Minuten nicht so präsent waren, die Zweikämpfe oder zu viel Zweikämpfe verloren hat, dann ist das irgendwie so ein durchzogener Auftritt zum Aufgalopp von dieser Superliga, wo man sagt, ja, man kann darauf aufbauen. Das ist jetzt vorbei, jetzt wartet Lugano auf den FC St. Gallen. Wie schätzt du die Mannschaft ein? Wo sind da die grössten Stärken, die grössten Schwächen und wie kämpft man dagegen an oder wie nutzt man die Schwächen aus? Ja, Lugano ist ja sicher, was den Kontra belangt, eine starke Mannschaft. Das ist ein bisschen die Charakteristik von ihnen, dass sie gerne den Gegner kommen lassen, den Gegner im Ballbesitz lassen und dann auf Felder warten. Sie haben sicher einen Substanzverlust gehabt, was ihr Spiel anbelangt, sprich mit den Abgängen von Alioski und von Sadiku, die sicher noch nicht so zu kompensieren sind. Das haben wir jetzt auch in dem ersten Spiel gesehen. Aber nochmal, es ist ein Match, wo wir versuchen müssen, das, was wir trainiert haben, das, was wir natürlich auch als Matchplan haben, umzusetzen. Und dann bin ich definitiv positiv, dass wir dort auch mit einem positiven Resultat heimkommen. Letzte Woche war das Personell ein bisschen mager gewesen. Also die beiden Ayeti sind gefehlt, Tranquillo Vanetta ist ebenfalls nicht zum Spielen oder hat nicht können. Wie sieht es diese Woche aus? Hast du ein bisschen mehr Personal, um darauf zurückzugreifen? Ja, der Kilo ist wieder voll im Training, somit ist die Stadt zur Verfügung fürs Wochenende. Alban Ayeti wird nochmal getestet diese Woche, das heisst mit einem Testspiel in der zweiten Mannschaft plus Zusatztraining und dann werden wir schauen, ob er am Wochenende schon dabei ist im Kader. Momentan wäre es eine Möglichkeit und ja, und der Rest, wie gesagt, bleibt bis jetzt verletzt. Hefti, Adonis, Ayeti sind immer noch absent, wie der Toko natürlich auch. Ja, wie wir es gerade von Ayeti haben, wir haben hier auch Transfergerüchte gehört, italienische Liga, weißt du irgendetwas davon? Ja, gleich viel wie ihr auch, dass man irgendetwas jetzt schon initiiert hat, via Social Media oder via Medien in Italien. Stand heute, der Albi ist am Trainieren. Alles andere wäre jetzt in dieser Phase ja, falsch, wenn man da kommentiert, sondern er ist da, trainiert, er will spielen, das ist entscheidend. Ich habe bei deinem Vorgänger immer eine letzte Frage gestellt und die hat mit Fußball meistens überhaupt nichts zu tun gehabt, sondern eher mit dem Privatleben des Trainers. Darf ich das bei dir auch machen? Ja. Meine letzte Frage von meinem ersten Interview mit dir vor einem Spiel ist, wie viel Mal pro Woche rasierst du deine Glatze? 4 bis 5 Mal. Blüht es manchmal? Nein, früher schon. Früher, aber heute und unterdessen brauche ich nicht im Moment einen Spiegel. Super, danke vielmals.